Ich finde beim besten Willen absolut keine Worte für diese Schweinerei. Wer sich die Fotos vor 10 Minuten anschaut, ja, hat man gesehen, ein der sogenannten Contentstreifen, ja, also das war so ein Foto so hinter dem Baum, ja. Und das ist aus dem Contentstreifen dann entstanden. Aber weshalb wollte ich eigentlich überhaupt das Video drehen? Ja? Wegen dem hier. Ja? Ich nehme es in Full HD auf, damit ich das später auch in Full HD auf YouTube stelle. Ja? Zwischendurch mache ich eine mit niedrigerer Qualität ein Posten, womöglich auf YouTube, Facebook meine ich. Ja. Das ist jetzt eine Woche alt, gell? Und wenn man sich das anschaut, ja, dort, wo diese Verbrennungen nicht sind, ja, ist absolut kein Anzeichen, dass der Baum langsam austrocknen möchte, also Winter- oder herbstmäßig, ja, und langsam die Blätter loslassen würde. Also man sieht, der ist immer noch grün, ja, feuchte, ziemlich feuchte Blätter, ja, also der hat absolut kein Problem, ja. Wäre diese alkalische Verbrennung nicht vorhanden, dann wäre der Baum komplett grün. Ja? Nur, das kann ja unmöglich sein, wenn es... Und da sieht man das, ja? Das kennt man schon von Schwechat. Ja? Diese spiegelnde Nanofaser, ja? Also diese aluminiumbeschichtete Nanofaser, ja? Wenn sie sich so runtersetzen und dann zum Regnen anfängt, ja? Dann verklebt sich das auf dem Blatt und es bleibt auch auf dem Blatt. Ja? Und wenn das ein Regen nicht richtig abwascht, ja, und das bleibt auf dem Blatt, ja, das wird daraus. Ja? Also das ist der Mist, der irgendwie trotzdem im Regen runterkommt. Also, ich meine, ich muss es nicht etwas kommentieren, ja. Die Bilder von alleine sind schon deppert. Ja. Ja, also, das ist ungefähr die Folge und jetzt der nächste Contentstreifen. Ja. Also keineswegs Contentstreifen, das ist ein echter Chemtrail, ja. Da könnte ich jetzt eine Stunde, wenn ich die Zeit dazu hätte, beobachten, ja, wie das daraus diese Stäube werden, dann ein echter Chemtrail, gell? Ja. Und aus diesen Stäuben dann schöne Wolken, so wie da hinten, ja. Suche ich einen Schatten, dass man sieht, wie schön aufgehellt die Wolken werden. Ja? Metallische Aufhellung. Ja? Da übrigens nächste. Ja? Also wie gesagt, ich bin echt gespannt, wann mit diesem chemischen Verseuchungswahnsinn überhaupt ein Ende sein wird. Und was wir mit diesen schuldigen Menschen machen. Sei es jetzt da die, die sich das ausgedacht haben, die anderen dazu gezwungen haben, diese Tätigkeiten auszuüben. Also diese chemische Bestreuung oder Aussprühung, ja.
unsere Krankheiten. Also ich bin heute aufgestanden und ich konnte mich nicht aushusten. Anna kann das bestätigen, ja. Eine Zigarette, zwei Zigaretten haben nichts geholfen. Erst vielleicht die fünfte Zigarette hat geholfen, dass ich mich ordentlich aushusten konnte. Hätte ich nicht geraucht, dann weiß ich nicht, bin ich erstickt worden oder weiß ich nicht. Also nur dank von Rauchen und Schleimbildung in der Lunge bin ich des Hustens überhaupt losgeworden. Und konnte mich endlich ordentlich einatmen. Also konnte ich ordentlich einatmen und bin nicht erstickt worden. Nur Pflanzen, Bäume, ja, die haben keine Möglichkeit, dass sie sich eine Zigarette anrauchen und den chemischen Mist aushusten. Die haben die Möglichkeit leider nicht. Ja, die ersticken, die werden verbrannt und die ersticken. Liebe Herr oder sehr geehrter Herr, österreichischer Bundespräsident, sehr geehrter, liebe Herr, österreichischer Bundeskanzler. Das ist Folge von Chemtrails. Das ist Folge von chemischer, toxischer Verseuchung unserer Umwelt. Das hier. Die sogenannte Kondensstreifen. Und der nächste dahinter, der davor noch nicht gewesen ist. Chemische, toxische Verseuchung unserer Umwelt. Dazu könnte ich noch sagen, in Wikipedia steht, bis zu 5 Kilometer, wie viel? 75% der Atemluft, 55%, na, ist wurscht, ich müsste mir das genau anschauen. Auf jeden Fall befindet sich die Atemluft unterhalb von 20 Kilometer. Ja, also 90% der Atemluft befindet sich unter 20 Kilometer. Und diese Sprühfliege befinden sich direkt in unserer Atemluft. Ja? Wenn es jetzt da unterhalb von 20 Kilometer ist, dann ist das genau in diesen 90% unserer Atemluft. Wenn es bei 5 Kilometer ist, dann ist das die 75 oder was Prozent. Ja? Meine Beobachtungen der letzten Zeit, die Sprühfliege finden nicht erst ab 10.000 Meter statt, sondern oft bei 5 oder gar 6 oder 5 bis 6.000. Ja? Ich habe sogar Aufzeichnungen, die das andeutig beweisen, dass die Sprühfliege nicht erst ab 10.000 stattfinden. Ich habe Beweisfotos, die beweisen, dass die Absenkung dieser chemischen Stoffe sogar bis auf 500 Meter stattfinden kann. Es reicht dann ein Wirbelwind und es wird gewirbelt bis zum Boden. Also verlasst euch nicht auf das archimedische Prinzip, dass das immer in Höhen bleibt und nie runterkommt. Es kann frisch ausgesprüht werden. Es können Winde kommen und die Winde sorgen schon dafür, dass das im trockenen Zustand in die Atemluft am Bodenniveau runterkommt. Und nicht nur im Regen und Ähnlichem. Aber das ist einfach schon katastrophal. Chemische Verseuchung, die anscheinend in Ordnung ist. Und unsere zwei wichtigsten Personen im Staat, Bundespräsident, Bundeskanzler, machen nichts dagegen. Sie lassen zu, dass uns amerikanische Regierung chemisch verseucht.